Willkommen zu einem neuen Video Scrap Mechanic mit Jonas. Alter, das ist ja richtig Premium jetzt. Das ist richtig erotisch, ne? Schalter hin, da oben an der Tür. Ja, die Räder gehen gar nicht. Die spacken ja, da so umher. Katastrophe, Alter. Und hinten habe ich was ausprobiert, da habe ich übel viele Dinger für. Was ist mit ihm los? Hast du es auch gerade gesehen? Nee, wie weit machst du übel viele Dinger für? Na, hinten musst du dir mal angucken, vielleicht siehst du die von hier, die hinteren Räder. Da habe ich Experiment gewagt und es bringt rein gar nichts, da einfach mehr Federn ranzuknallen. Ja, das bringt auch nichts. Ja, ich dachte vielleicht. Das sind ja einfach die Lager, die das Problem sind, die das einfach nicht abkönnen. Ja. Und hier hatte ich versucht, das Lager oben einzubauen, aber genau das gleiche Ergebnis. Nur noch ein bisschen schlimmer. Na, ich sehe das schon. Alter, da ist eine Kiste. Ey. Oh nein! Ich habe angebaut! Mitsteigen. Oh nee! Schalt ihn an, schalt ihn an. Noch ist es nicht zu spät. Geht sterben! lass ihn nur weiterlaufen einfach. Oder nein! Verbraucht er so viel Sprit? Nee, der verbraucht nicht so viel Sprit. Das Ding ist voll. Alter, guck dir mal an, wie weit weg das Ding von dem Lager schwingt, da immer diese Sägeblatt. Ja. Ey, aber das ist eine Farm hier für die Bausätze und so. Ja, meine ich ja. Jetzt fährst du ja einmal mit deiner Karre rüber. Jetzt werde ich hier verfolgt, Alter. Ne? Also warte mal. Oh, aua. Junge. Hast du ihn erwischt? Ich hab dich erwischt, ja, ihn auch. Okay. Ey, die waren erntebereit. Also, wir müssen jetzt das Fahrzeug leichter kriegen. Das Fahrzeug leichter kriegen, zum Händler fahren und gucken, was Waffen kosten. Okay. Das ist jetzt der Auto. So, und dann müssen wir, naja, egal, werden wir schon sehen. Setz ihn mal hier rauf. Was? Fangen wir unten an. Oh, tschüss. Nee, nicht tschüss. Ja, auf jeden Fall müsste dieses Ding jetzt noch leichter, viel leichter. Oh, Alter! So schwer kann es mir doch nicht sein. Schnell. Naja, ein LKW hebt auch ab. Wie geht's in die Perspektive? Mit X. Ey, das Dorf haben wir noch nicht. Oh! Ich bring dich hoch. Was ist das denn hier, Alter? Das ist doch kein Händler. Hä? Was? Was ist das hier? Na, noch so eine Station. Alter. Wusste ich gar nicht. Kann die was anderes? Kann die was besser? Bestimmt nicht. Irgendwas ist hier gerade nicht tüffig. Er dreht hinten durch. Ja, guck dir mal aber warum. Wieso? Was macht er? Hä? Wo sind die Räder hin? Der fährt ja besser als vorher. Jo. Kommen Sie her, steigen Sie hin. Einmal umsetzen, bitte. Ja, Tür wieder zu. Dann haben wir zwei Lenkungen, die umherspacken. Ist gerade das Haus vom Himmel gefallen. Pass mal auf hier links. Steht das bei dir? Alter, jetzt leckt's aber übel. Alter, was ist denn jetzt los? Was hat er denn jetzt gemacht? Nee, weil gerade so belegt ein Haus. Ist da bei dir ein Haus? Nein. Alter, was leckt denn hier so? Ey, das Haus ist... Hä? Das ist vom Himmel gefallen vorhin gerade. Alter, Alter, das liegt am Haus. Ach du Scheiße. Ey, wir müssen das Haus wegsprengen. Das Haus ist komplett kaputt hier. Nee. Ist das dein Ernst? Weg. Egal, es ist weg. Toljas. Es war mir eine Ehre. Oh, Alter! Wo bist du? Ach du Scheiß! Ich komm nicht mal holen. Haben wir Rohöl? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Oh. Alter! Ich fliege durchs Auto. Ja, das lenkt sich kacke. Ich bin rausgefallen. Dann wollen wir mal wieder einen dicken Tod machen, wa? Ey, warte mal. Ich muss mal hier ein Ei legen. Was?
So, fahren wir mal runter den Lütten hier. Guck mal nach vorne, wie sie alle zurückgehen. Haben sie Angst? Also, ich liege hier hinten tot auf der Ladefläche. Naja, gibt sich selber die Kante, Junge. Alter, ich hab ihn einfach durchstoßen. Alter. Alter, das macht aber übel Schaden. Oh. Den Brie kannst du nicht aufheben. Hier, den kann ich nicht. Er verteilt sein Gas. Und da hast du gesehen, warum man das nicht nehmen sollte. Was? Ja, das eine Zeug da. Diesen Scrap Metal. Hat er komplett zerfetzt. So, ja, den kriegen wir jetzt nicht tot. Ist ja eh egal, der droppt eh nur Scheiße. Dann bleibt er halt da unten. Ist ja nicht unser Problem, ne? Händler! Warum hängen wir vorne schon wieder so tief? Oh! Er steht doch nicht auf. Wo sind die Antennen schon wieder hin? Eine ist doch... Da. Ey, fuck! Der Langgebaute. Ja, natürlich. Was auch sonst. Geil, Mann. Hey, einfach laufen lassen, das Ding, ne? Rund um die Uhr muss ich das scheiß Ding ja, da einfach drehen. Das ist der Beste. Müssen wir noch von irgendeiner... Weißt du, was wir machen? Das ist irgendwie... Wir ziehen nachher um an eine Rohölpumpe. Ja. Und dann läuft das Ding dann den ganzen Tag. Ja, eine Rohölquelle und dann läuft das Ding durch. Da bauen wir unser Feld dran. Ja. Was kosten diese Treppen? Was für eine Treppen? Na, diese eckigen Blöcke, die halben. Diese Regen. Keine Ahnung. Ich denke mal, die wirst du 1:1 so umwandeln können quasi. Weiß auch gar nicht, woraus sie sind. Ich weiß auch gar nicht, wo die her sind. Oder wir machen das Ganze anders. Wo ist denn jetzt mal unser Baubot hier hin? Der Den habe ich weggeschmissen. Wir setzen den großen Wert auf Leichtbau. Von daher gibt es jetzt kein extra Cockpit, sondern das Ganze wird einfach ans Fahrzeug vorne rangehängt. Das erspart uns jegliche Komplikationen. Oh, ich verdurste. Hoppala. Frag den Cockbot, der macht den Döner. Wo ist er denn hin, der Cockbot? Und der Döner macht dich entdurstig. Das ist eine Scheißteilung, Gott. Nein, Burger hätte ich gern. Ey, wir brauchen mehr Kisten. Ich baue doch mehr. Wofür brauchen wir Batterien? Wir bauen kein Elektroauto. Weg damit. Nee. Jetzt haben wir zwei so eine hässliche Spalten. Komm mal her. Wir haben ein Problem. Spalten finde ich gut. Ja, aber nicht so eine Spalten. 4 Stück davon. Wo denn? Na oben in der Ecke. In der Ecken. Ja. Und da gibt es so eine schrägen Blöcke eigentlich. Aber was irgendwie gibt es die hier nicht. Na, oben rechts und links an den Scheiben. Ach so, das ist die Belüftung. Na ja, gut, dann bleibt das so. Ist dem Bot nicht gut oder was? Irgendwas hat er. Holt er sich mal einen runter? Ja, ist eine Mod. Achso. Da holt die Bot sich dann einen runter. Wow. Muss man denn auch akzeptieren? Oh, das muss man ja wieder so kompliziert bauen, Alter. Diese scheiß Knicklenkung, Alter. Ja, das wird einfach zu bauen sein. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da Federn unterbringen soll. Weil einfach nur so umherschlenkern kann ja jeder.
Muss ja auch ein bisschen gefedert sein, ne? Die wachsen ja sogar schon. Ja, siehst du. Das ist unerlaubtes Farm. Geht ja wieder nicht. Kacke, Mann. Hä? Wer hat die Lichter hell gemacht? Welche Lichter? Hast du die Lichter hell gemacht? Welche Lichter denn? Lass mich rein. Warum hast du denn nicht einfach das Fenster weggelassen? Ja, weil hier eh das Fahrwerk ist, da kannst du ja nicht. Also die Aufhängung. Na, ich mache hier gerade was. Ja, ja, ich will jetzt was hinbauen. Ach, du machst es hier gerade. Genau. Alter, die kriegen so schön einen in die Fresse, ne? So, hat sich das. So schnell kommen die nicht wieder. Ah, da schwimmt noch einer. Ein letzter. Ja, komm her. Hab ich schon wieder gehört. Alter, ich habe einen Wassersammler und habe vorhin Wasser gesammelt mit Eimern. Ja. Ey, das... Ah, das funktioniert. Und jetzt kommt vorne dann halt noch der Sägeaufsatz ran, dann sieht das vorne nicht ganz so platt aus. Soll ich den bauen? Das ist, ich baue hier gerade einen Pimmel. Wie, das da ist... Da kommt das dann ran. Ach so. Ja, da kommt das gleich ran, Leute. Ich würde jetzt nämlich, also dann heute nicht mehr... Hier vorne so ein Lümmel ranbauen, ein paar Blöcke lang. Ist aber auch ein kleines Auto, ne? So ungefähr. Mhm. Und dann kommt hier vorne nochmal so ein Doppelding ran. Das habe ich jetzt zwar nicht da, wir nehmen einfach mal den. Da dann nochmal Lager an der Seite ran und dann kannst du diesen ganzen Arm so runterfahren. Da sieht das gleichmäßig, dass es halt immer parallel zum Boden bleibt. Mhm. Und irgendwie den Arm tauschen mit einem Bohraufsatz? Welchen Arm? Ja, dass du zum Beispiel oben drauf Bohrer hast und den kannst du dann so nach vorne kippen und dann kannst du bohren, anstatt sägen. Ja, das kann man machen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.